Es geht um Plätzen. Plätzen. Ich schaue vier Plätzen. Plätze. Ich brauche nicht mehr in den Häuser gehen, wie ich früher gemacht habe, sondern das geht über das Gefühl vom Körper. Und das geht genauso wie wieder mit der Hand zu fühlen. Als erstes machen wir den Schlafplatz. Ja. Wie viele Plätze hast du? Eine? Okay, voll okay. So, linke Hand kommt wieder nach oben und du machst die Augen zu und legst dich in dein Bett. Kannst die Augen wieder aufmachen. Irgendwas stört da. Und es ist nicht deine Frau. Sie hat ja ein bisschen einen anderen Platz, Also also sie hat nicht sich in schon ihrem Zimmer. ausquartiert. Gut, also es geht hier um Platz. Was stört? Ist die Türe zu oder ist sie offen? Zu. Gut. Steht irgendein Foto von irgendjemand? Von Stefanie auf dem Nachtkästchen. So. Tu mir einen Gefallen. Nein, es ist eigentlich umgekehrt. Tu dir selbst einen Gefallen. Dieses Foto von Stefanie bitte ich, weil sie ist jetzt wie lange schon im Himmel? Fast 7 Jahre. 7 Jahre. Wir testen jetzt einfach was. Und wie du es machst, ist dann deine Sache, okay? Aber tu mir für jetzt, der kommt jetzt aus diesem Raum raus. Kannst du damit leben? Könnte ich leben, Gut, aber nur zum Testen. Nur zum Testen. ja, ich sehe bloß keinen Sinn dahinter, aber Okay, dann sage ich dir den Sinn. Der Kopfmensch kommt jetzt durch. Na, Gott sei Dank. So, was ist mit erstens? Auch wenn Stefanie noch leben würde unter uns, dann haben Kinderfotos nichts in unserem Schlafzimmer zu tun. Das ist ein Zimmer für mich und für meinen Mann oder in deinem Fall für dich und deine Frau, wenn ihr ein Zimmer teilt. Ja, da brauchen wir keine Zugucker. Erstens mal das, kein Kontrolleure oder was weiß ich und die ganze Anerei brauchen wir da auch nicht. So, das ist einmal eins. Diesen Energien, die da sind, und in diesem Fall von seiner Tochter, der jetzt nicht unter den Lebendigen ist. Es wundert mich, dass du noch so gut hier gegenüber mich sitzt, mit diesem Thema, diese Tochter neben dir. Da hat eine andere Beziehung ja gar keinen Platz. Weil die Beziehung mit deiner Tochter ist hier so groß. Ja, das ist so nah. Und ich würde mir wünschen für dich, dass du dieses Bild natürlich auch nicht ins Wohnzimmer, Esszimmer oder in dein Büro stellst, weil dann haben wir das Gleiche wieder. Siehst du in dein Herzen, Stefanie? Der Kunst ist, dass wir diesen Menschen, die nicht mehr hier unter uns sind, die haben ja einen anderen Platz eingenommen. Da dürfen die frei rumtanzen, wie sie wollen. Wir lassen die tanzen, wir lassen die gehen. Das magst du noch nicht, ist ja nicht so schlimm. Ich sage nur für den Kopf, was es so will. Ich war mal in Israel mit meinem Mann. Und da habe ich gesehen in verschiedenen Handwerksgeschäften ein Ding aus Ton mit hier zwei Löchern. Und ich war so magisch angezogen, weil ich wusste, ich habe nicht kapiert, was das soll. Bin ich rein und habe gefragt, für was ist denn das? Dann haben sie mir erklärt, ja, die zwei Löcher. Das ist, um sie festzuschrauben im Türstock. Und dann kommt hier ein schöner Spruch rein. Ja, die man dann natürlich nicht sieht, weil es ist in der Rolle drin. Aber jedes Mal, wenn du durch die Tür gehst, wirst du damit informiert. Informiert. Ja? Und das ist was sehr Schönes.
Seine Stefanide ist auch sehr schön, aber man leidet schon, wenn der nicht unter uns ist. Das ist, da geht was ab. Gehe ich davon aus. Ja, immer wieder mal, ja. Immer wieder mal. Und das ist auch ganz normal. Und dann habe ich noch gar nicht gesagt, was ist, wenn wir schlafen. Wenn wir Spiegel in unserem Schlafzimmer haben, heißt das, und das wisst ihr alle, dass es jetzt nicht so prickelnd ist. Wir Europäer, wir Kopfmenschen, die haben wir unseren Strahlungen berechnet. Und wenn ein rechtsdrehender Strahl reingeht, geht er linksdrehend raus. Und es ist ein Verstärker von bestimmten Strahlungen. Und das können wir in unserem Schlafzimmer nicht brauchen. Die Chinesen, die sagen was anderes. Die sagen, nachts geht die Seele spazieren, sieht sich in den Spiegel und verwirrt sich. Und das ist der Moment, wenn wir in der Früh aufstehen und verwirrt sind. Hau den Spiegel raus und du hast das Problem nicht mehr. Das sagen die Chinesen. Also es ist egal, wie man das sieht. Ja? Der eine sagt so, der nächste sagt so, aber das hat im Schlafzimmer da nicht unbedingt das. Jetzt spreche ich nur von dem Spiegel. Und dann kann man sich denken, was mit so einem Foto mit einem tut. Um es nochmal anders zu sagen, es kam ein Mann, die extremst depressiv ist. Dann habe ich gefühlt bei ihm, alles in seinem Schlafplatz gut, Essplatz, Entspannungsplatz, aber sein Arbeitsplatz war ein Problem. Da habe ich gesagt, so, was steht denn da rum? Ja, sagte er, ein Freund, sein bester Freund ist gestorben und der hatte an seinem Arbeitsplatz. Damit wird er pausenlos konfrontiert, was er jetzt nicht hat. Also das ist nicht so prickelnd für uns. Also wo fange ich denn da an? Wir haben im Wohnzimmer haben wir ein Bild von ihr. Wir haben in jedem Zimmer, im Gästezimmer ein Bild. Auf dem Schreibtisch, in der Küche. Es ist großartig. Großartig, ne? Ja, es ist großartig. Und es ist ganz normal und okay für eine gewisse Zeit der Trauer. Die Frage ist, hat er das jetzt lang genug gehabt? 7 Jahre ist was sehr Schönes. Nach 7 Jahren kann sich das ja auch mal umdrehen. Und wenn man sich und seinem Partner eine Chance geben will, was er ja will, es ist die Frage, wie macht man das? Das, was in unserer Umgebung steht, beeinflusst uns. Und wie wäre es zusammen mit deiner Frau? Ist das nur eine Idee? Sie hat auch auf dem Schreibtisch ihr Bild. Kann sie machen, wie sie will. Ja, aber ich fühle bei dir, dass das ein Thema ist. Du kannst es für dich machen oder du gehst mit deiner Frau ins Gespräch und sagst, okay, das und das hast du hier im Seminar erfahren. Und die komische Alice, die hatte idiotische Ideen. Aber was hältst du davon? Sollen wir das mal ausprobieren? Sollen wir das mal eine Chance geben? Sollen wir haben die Stefanie in unseren Herzen. Können wir uns jetzt aufraffen, diesen Bilder in eine wunderschöne Kiste oder in was weiß ich wo, die legen wir irgendwo hin und wenn wir das Bedürfnis haben, dann gehen wir zu dieser Kiste, machen wir sie auf, an ihr Geburtstag oder wann auch immer, von mir aus mit Wein, wann bei euch das Bedürfnis ist. Nur die permanente Anwesenheit von Menschen, die hier nicht mehr sind, die sich entschieden haben, woanders zu sein, lass die ziehen. So, es gibt noch 2 Dinge. Die Stefanie war eine begnadete Malerin und unser ganzes Haus ist voll mit ihren Bildern, und zwar großformatige. Verstehe ich. Die werde ich nicht. Du musst auch diese Fotos nicht wegnehmen. Du machst das, wie du es für richtig hältst. Das ist erstens mal so. Und jetzt testen wir mal, was es überhaupt braucht. Ja? Jetzt schauen wir mal, was sagst du dazu? Also ich fühle jetzt im Unbewussten, es geht nur ums Schlafzimmer. Okay?
Die kommt jetzt hier. Und im Schlafzimmer machst du diese Bilder von ihr weg, okay? Mhm. Es ist nur ein, nee, das Foto. Das Foto. Nur das Foto. Mhm. So. Nur das Foto machst du weg und dann legst du dich in diesem Bett rein. Okay. Und jetzt machen wir es, um es kurz zu machen. Alle Fotos mal in eine wunderschöne Kiste, alles klar? Und das kommt an irgendein Zimmer, wo man nicht jeden Tag ist, ja? Egal, das wird ein Zimmer. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Sind schon noch die schönen Bilderrahmen da? Die Bilder, die sie gemalt hat, aber nicht mehr die Fotos von ihr. Einverstanden? Nur mal für jetzt, für den Moment. Das macht nichts. Ich habe es hier schon gefüllt. Jetzt gehen wir zum Arbeitsplatz. Da kommen ihre Bilder weg, okay? Ihre Fotos. Das, was sie gemalt hat, bleibt da noch drin. So, jetzt sind wir auf einen Entspannungsplatz im Wohnzimmer. Arbeitsplatz. Jetzt gehe ich noch zum Essplatz. Küche. Ja, dort, wo du sitzt? Nee, wo man kocht. Wo man kocht. Und wo isst du denn? Im Wohnzimmer. Gut, setz dich hin. Okay, so, Martin. Es gibt noch ein Problem. Ich sehe sie nicht. Okay. Wo nee. Meinst du denn, dass einer ist? Wegen Stefanie. Also, wir haben ja bei ihrem Verbrannt worden, haben wir ein sogenanntes Schweizer Modell gewählt. Das hat sie schon gewählt, Schweizer Modell. Das heißt, man erwirbt in der Schweiz ein Quadratmeter Erde, wo man dann irgendwann die Urne mit der Asche deponiert oder vergräbt. Und das ist uns damals bei der Einäscherung, bei der Beerdigung übergeben worden. Und seitdem ist diese auf unserem Wohnzimmertisch. Ja, das ist okay für den Moment. Jetzt fängt er an mit den Bildern und wir schauen, wie sich das mit den Fotos und wir schauen, wie sich das entwickelt. Das ist ein Prozess und das darf er machen, wie er will. Einverstanden? Ich brauche nicht 100 Probleme lösen und er auch nicht. Aber hier geht es um den einen Dominostein. Und wenn einer geht, auf einmal fängt das Rennen an. Brauche ich mich nicht mit 30 Themen auseinandersetzen. Das ist gar nicht notwendig. Und mit der Geistheilung ist es auch nicht, dass du jede Woche kommen musst und das über 7 Jahre. Katastrophe. Ich bin von 1, 2 oder 3 Behandlungen und dann ist viel geschehen. In der Ausnahmesituation gibt es noch bei bestimmten Sachen mal ein 5., 6. oder 7. Aber dann sind wir ja eigentlich schon durch. Ja? Weil der Körper braucht nur einen kleinen Schubs und der macht das selbst. Das ist doch viel schöner. Man kann es ja nur selbst machen. Ist das okay für dich? Ja. Aber warte, wir sind noch nicht ganz fertig. Du, vielleicht sind wir fertig. Wollen wir mal sehen. Bisschen neu für dich, ne? Bisschen Widerstand, aber es macht nichts. Mit dem kann ich leben. Machen wir jetzt hier ganz auf den Kopf. Jetzt schau ich mal, was die Chakren machen. So, jetzt machen wir mal hier vorne. Yes, yes, yes. Und auf der Rückseite. Super, super, super. Jetzt gehe ich gleich hier rüber. Aha. Jetzt gehe ich hier weiter. Toppi, toppi. Jetzt schauen wir das gleich an. Ich schaue nämlich nach einem bestimmten Punkt. Aber ich glaube, dass das gar nicht notwendig ist. Und der kommt jetzt hier rein. Jo. Sehr schön, 2 Finger breit unterm Nabel. Ha!
So schaut's aus. Und das ist richtig. Sind die Säuren, die sind jetzt rund. Der kann ja auch jetzt stinkesauer werden. Und jetzt hier, das ist nämlich das Sauerwerden, es muss auch mal sein, ne? Säure löst. Säure ist nichts Schlechtes. Jetzt schauen wir mal, wie es aufschaut, hier, auf dem Schambein. Yes, so soll man es haben. Das heißt für mich, ich brauche nicht mehr auf den Kopf zu schauen nach irgendwelchen Konfliktthemen. Hammer genug gemacht. Eine Hand kommt hier, eine Hand kommt da. So, das ist jetzt cool. Hier, das haben wir der Herzmeridian. Wunderbar. Jetzt läuft der Laden. Siehst du das? Das sind die Meridianen. Unseren Energiebahnen, die gibt es auch auf der Erde. Deshalb ist Spazieren gehen so gesund, weil dann können wir das schön wieder harmonisieren. Mhm. Schöne Finger hast du da. Na, da schau an. Hier. Also, lass das mal laufen. Das ist eine Art Neustart. Gratulation.